Nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Genau, ich müsste vielleicht ein paar kurze einleitende Worte nochmal zu dem Büro machen. Ich habe es vor 4 Jahren gegründet, ist so eine, ja, sagen wir, so eine Nische, die immer ja, häufiger gebraucht wird, aber jetzt nicht wirklich ein Ingenieurbüro ist, nicht wirklich ein Architekturbüro. Und es ist, fällt immer ein bisschen schwierig, das zu erklären, was wir genau machen. Deswegen habe ich das einmal so vorbereitet, nur dass alle wissen, was für Leistungen das Büro bringt. Das ist zum einen, und das ist ein sehr weit gefasster Begriff, die maßgeschneiderte geometrische Berechnung. Das ist, sagen wir, so alles, was parametrische Berechnung anbelangt. Das kann von einer Automatisierung für Produktionsdaten bis zu einer parametrischen Entwurfsmodellgestaltung führen. Allerdings immer im Auftrag von einem Kunden, von einem Architekten, von einem Künstler. Der zweite Punkt ist im Grunde die 3D-CAD-Konstruktionszeichnung, was mittlerweile nicht mehr so selten ist, aber trotz allem immer mehr gebraucht wird. Manchmal muss man es auch alles mit der Hand machen, da führt manchmal kein Weg dran vorbei. Dann natürlich die Integration zur CAM-Fabrikation, das ist alles, was Lasercutter, CAM, gesteuerte Maschinen, Fräsen, Dreiachs, Fünfachs, 3D-Plotter, ist ja so eine ganze Welle an neuen Maschinen. Das Interessante ist, und so habe ich eigentlich auch angefangen, dass sehr viele Betriebe in Deutschland unheimlich viele Maschinen haben, die unheimlich großes Potenzial haben und die fräsen da irgendwelche Türrahmen mit raus am laufenden Band. Und so habe ich auch einige Firmen kennengelernt, Schreinereien, Metallbetriebe und im Grunde, ich könnte es nicht ohne die Firmen machen, die Firmen können es nicht ohne uns machen. Und das Resultat würde ich gerne ein paar Projekten darstellen. Ich hole uns mal kurz was. Okay. Vierter Punkt ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber im Grunde ist auch so eine Art Entwicklung, Research and Development, das komme ich gleich noch zu. Hier eine kleine Karte, Deutschland, auf der einfach einige Firmen gezeigt sind, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben. Das zeige ich insbesondere immer ganz gerne Kunden im Ausland, weil Deutschland doch eine sehr, sagen wir, eine traditionsreiche Handwerkerkultur hat und Made in Germany und insbesondere wenn man im Ausland dann arbeitet und sagt, das sind alles deutsche Firmen, deutsche Schreiner, deutsche Metallarbeiter, das hat ein gewisses Qualitätsmerkmal. Die Art der Projekte, an denen wir arbeiten, reicht von Modellbau, also einem kleinen Maßstab, bis zu Inneneinrichtungen, Fassaden, also im Grunde alle Maßstäbe werden dadurch abgedeckt. Den Vortrag habe ich in 3 Teile aufgeteilt. Die ersten 3 Projekte, das sind sagen wir mal die interessanteren Projekte, auch in einem kleineren Maßstab, bis auf die Elbphilharmonie, da darf ich leider noch nicht ganz so viel zeigen, das ist alles noch ein bisschen geheim, weil das Projekt ja noch nicht abgeschlossen ist und auch politisch ein bisschen heikel ist. Also das ist eigentlich das Projekt, mit dem ich das Büro gründen konnte. Seit 2009 arbeiten wir durchgängig an dem Projekt, angefangen von der Entwicklung der Geometrien bis zum Panel, das dann auf die Fräse kommt. Dann ein Modell des Louvre Abu Dhabis, Maßstab 1 zu 33, ein Akustikmodell der Philharmonie in Paris, beides Projekte von Jean Nouvel. Zweiter Teil, ein paar beispielhafte Projekte, was Inneneinrichtungen und Fassaden, einmal ein Museum in der Nähe von Frankfurt, machen viel für Messebau, Audi und VW insbesondere, die haben in letzter Zeit sehr viele, sagen wir, komplexe Formen, sowohl auf ihren Messeständen als auch auf ihren Showrooms, in so ein kleiner Pavillon in Düsseldorf. Und zuletzt noch ein paar, sagen wir mal, mehr
will nicht sagen, vielleicht künstlerische Arbeiten, aber auch experimentellere Arbeiten, die mehr oder weniger aus der Praxis heraus erwachsen sind. So, zur Elbphilharmonie, wie gesagt, kann ich noch nicht ganz so viel dazu sagen. Im Grunde ein paar Screenshots von der alten Webseite, das wurde alles abgesegnet von den Architekten. Demher kann man das schon zeigen. Das sind im Grunde, in dem Projekt sind wir hauptsächlich an dem Innenausbau, die akustische Innenhaut des großen symphonischen Konzertsaals beteiligt. Was jetzt momentan in der Produktion ist, dass im Grunde diese ganze Innenhaut, alles was vom Orchester gesehen wird und akustisch aktiv ist, bekommt eine Oberflächenperforation und ist akustisch wirksam, und insgesamt sind es um die 10.000 Paneele. Jedes Paneel ist ein Einzelstück, hat unheimlich viele Anforderungen, was die Akustik, aber auch die Produktion anbelangt. Bohrungen, Schrauben, Dichtungsnuten, was es da alles gibt. Allerdings der erste Schritt in dem Projekt, an dem wir beteiligt waren, waren im Auftrag von den Architekten von Herzog de Meuron diese Oberflächenperforation programmiertechnisch umzusetzen. Das ist alles, sagen wir mal, heutzutage gar nicht mal mehr so komplex. Allerdings muss man sagen, das war auch 2008, 2009, da gab es noch nicht ganz so viele Mittel. Also es war rechentechnisch doch etwas komplex, zumal das ein unheimlich großer Umfang ist. Es sind insgesamt über 1 Million oder knapp 1 Million Zellen, und jede Zelle musste einzeln programmiert werden, den akustischen Anforderungen gerecht werden. Jede Fläche hat in etwa 60 Kontrollpunkte, die passgenau überall gesetzt werden mussten, damit alle Übergänge stimmen. Und wie man hier sieht, ist ein ganz schönes Beispiel von einer akustisch aktiven Seitenwand im Treppenaufgang, der in eine Brüstung übergeht, die natürlich auch akustisch extrem wichtig ist, und um die Ecke in einen der Gänge geht, wo es dann praktisch im Schatten des Publikums eine Wand akustisch nicht mehr aktiv ist und demnach auch die Perforation dann abnehmen muss. Und so wurde der ganze Saal dann auch anhand der akustischen Anforderungen der Akustiker programmiert, könnte man sagen. Hier sieht man eine kleine Aufnahme dieser Zellen. Also gibt es auch noch einige, sagen wir mal, gestalterische oder programmiertechnische Erwägungen. Das alles basiert auf einer parametrisch definierten Zelle. Muss man jetzt nicht ganz so ins Detail gehen, aber sobald man das natürlich parametrisch definiert hat, hat man eine unheimlich große Kontrolle oder einen unheimlich großen Spielraum, die dann auch den Anforderungen des Akustikers hin zu kontrollieren. Was nicht heißt, dass man alles machen muss, dass man nicht zu wild werden muss, aber die Kontrolle ist dann da, also was die Tiefe, was die Form und die Scharfkantigkeit anbelangt. Hier sieht man so ein paar Muster, die ersten Fräsmuster, das noch in Schaum, und hier, das sind dann, ist dann auch schon ein Paneel, wie gesagt, knapp 1 Million Zellen wurden da programmiert, teilweise auch akustisch perforierte Flächen, die akustisch nicht reflektierend sein sollen, zum Beispiel im Bereich der Bühnenrückwand, oder da sind teilweise auch Orgelpfeifen, die dann hinter dieser Wand platziert werden. Wie gesagt, das ist alles momentan noch in Produktion, da haben wir zum einen die ganzen Paneele erzeugt, das ist so ein Plugin für Rhino, was wir selber dann programmiert haben, um eben diesen ganzen Anforderungen gerecht zu werden und eben nicht alles mit der Anzeichen zu müssen, was bei 10.000 Paneelen, ich will nicht sagen unmöglich ist, aber am Anfang unmöglich schien, weil wir einen recht engen Zeitplan hatten, der sich immer weiter ausgedehnt hat bei dem Projekt. Also wir hätten wahrscheinlich doch Zeit genug gehabt, das alles mit der Hand zu machen, aber muss natürlich heute keiner mehr machen. Nicht durch euch. Wie bitte? Hat sich nicht durch euch ausgedehnt. Durch was aus? Durch euch hat sich das nicht ausgedehnt. Nein, ich sag immer, wir haben das Projekt schneller gemacht durch die Programmierung, weil es liegt nicht an, dass es so lange dauert.
Wir sind eigentlich in dem Bereich so gut wie fertig. Also das hat andere Gründe. Teilweise auch die Unterkonstruktion programmiert. Das ist so ein Optimationsalgorithmus gewesen, um eben standardisierte Elemente der Krümmung anzupassen. Das ist ja eigentlich recht banal von der Aufgabenstellung, aber eben in dieser Geometrie und bei der Präzision, die da auch gefordert wurde, und der Saal ist nicht ganz so sauber, nicht sauber, aber einförmig modelliert oder entworfen. Das heißt, da sind dann auch verschiedene technische Geräte, die da auf die reagiert werden müssen, und das wurde dann auch wieder durch so ein Plugin gelöst. Das nächste Projekt, das war ein Lichttestmodell für das Louvre in Abu Dhabi. Der Architekt, ich glaube, wir haben ein Bild, Jean Nouvel, hat diese Kuppel im Grunde mit dem Gedanken entworfen, dass in den Emiraten, wo es natürlich sehr viel Licht gibt, durch diese Kuppel, durch diese Linse ein Filter, eine Art Lichtregen hat er das genannt, also so ein Lichteffekt erzeugt, ähnlich wie bei einer alten Kathedrale, wo dann im dunklen Raum dann Lichtstrahlen einfallen. Und das Ganze ist natürlich in der Theorie ganz, sagen wir mal, poetisch als Entwurfsgedanken, aber der auch den Bauherrn sehr überzeugt hat, aber im Grunde die Lichtplaner waren der Meinung, man müsste unbedingt diesen Effekt testen anhand an einem maßstäblichen Modell, sonst kann man das im Rechner eben nicht verifizieren. Hier nochmal ein Bild das Rendering, das praktisch das Projekt dann auch verkauft hat. Und Licht, genauso wie Akustik, dazu komme ich gleich noch mit dem Projekt der Philharmonie in Paris, ist eben ein Phänomen, was man im Rechner nicht simulieren kann, weil es ein nicht lineares Problem ist. Man kann es annähern anhand von Raytracing-Algorithmen, aber man kann es eben nicht genauso gut oder genauso sicher testen wie an einem physikalischen Modell. Und deswegen werden immer noch diese Modelle gebaut und an diesen Modellen ist getestet. Dieses Bild haben wir bekommen von Jean Nouvel. Da war im Grunde nur der Maßstab eingezeichnet. 5,5 Meter sollte das Modell groß werden, Maßstab 1:33. Wir haben das zusammen mit einer Schreinerei und einem Modellbauer, Firma Ackermann und Poincaré aus Nürnberg und Würzburg. Dann haben uns mehr oder weniger zusammengeschlossen und haben das angeboten. Wie man sieht, gibt es hier keine Details, keine Ideen, wie man das wirklich bauen könnte. Und anhand dieses Renderings mussten wir das praktisch dann auch kalkulieren und anbieten. Haben dann den Auftrag bekommen, insbesondere auch durch das, durch den Zusammenschluss dieser Firmen, dieser Kompetenzen. Also zum einen die programmiertechnische Seite gelöst, als auch die produktionstechnische Seite, und das hat dann den Architekten dann auch sehr überzeugt. Dann ging es im Grunde los mit der Konstruktion, mit dem Tragwerk. Das Problem oder sagen wir die Herausforderung bei dem Lichttestmodell war jetzt nicht, sagen wir mal, die Statik da genau zu testen, dass da jedes einzelne Element dann auch statisch wirklich irgendwie durchgerechnet werden musste. Das Problem war, dass wir den Lichteffekt testen sollten. Das heißt, wenn jetzt aus statischen Gründen im Entwurf ein Element einen größeren Querschnitt hat als ein anderer Stab, dann muss es auch so gebaut werden, weil das ja die Lichtverhältnisse beeinflusst. Und das heißt, das war schon eine erste Herausforderung. Das Tragwerk haben wir vom Büro Happold erhalten als Zentrumsmodell ohne irgendwelche Details. Mussten uns überlegen, wie das erstmal, sagen wir mal, logistisch auch aufgetrennt werden konnte. Das Modell wurde dann per Luftfracht nach Abu Dhabi gebracht, weil dann auch unter den existierenden Lichtverhältnissen die Lichtplaner das testen wollten. Das heißt, wir haben erstmal den Dom aufgeteilt in Größen, die auch in einem Luft,
Frachtraum passt haben. Deswegen wurde das in 5 Teile aufgeteilt mit dem Keystone. Der Dom ist rotations- und spiegelsymmetrisch in jedem Viertel. Demnach mussten wir im Grunde auch nur einmal ein Viertel planen, was trotzdem nicht ganz einfach war, weil es ist eine perfekte Kuppel, geometrisch, aber ein mehr oder weniger orthogonales Raster drüber gestülpt. Das heißt, muss man sich so vorstellen, wenn man eine quadratische Kachelung über einen Luftballon stülpt, dann gibt es überall Stauchung und Dehnung. Das heißt, keines dieser Elemente ist gleich lang, hat unterschiedliche Winkel, obwohl es eben doch ein wiederholendes Muster ist. Deswegen dieser ganze Aufwand, das in kleinere Bereiche nochmal zu unterteilen. Und dann, das war im Grunde unsere Aufgabe, das dann geometrisch umzusetzen, indem man das ganze Modell geometrisch parametrisch definiert anhand des Zentrumslinienmodells. Also hier in diesem Grunde das Input, was wir bekommen haben, die einfache Zentrumslinie, und anhand von verschiedenen Parametern konnten wir dann erstmal die Erzeugung der Geometrie im 3D im Rhino durchführen, was uns natürlich nicht weitergeholfen hat, dass jedes Teil ein Einzelstück gewesen ist. Deswegen haben wir das konstruktiv aufgeteilt in Knoten und Stäbe. Die Knoten werden gelasert, das heißt, ein gelaserter Knoten, ist es egal, ob der immer anders ist, der kann ein bisschen länger sein, ein bisschen kürzer. Die Stäbe, das sind gedrehte Aluminiumstäbe, die herzustellen in so einer großen Vielfalt ist etwas komplizierter. Demnach haben wir uns darauf konzentriert, dass im Grunde der Knoten variabel ist, aber die Stäbe standardisiert. Das heißt, da wir das parametrisch definiert haben, die Position des Stiftes, in dem die beiden Elemente verbunden werden, können wir im Grunde, nachdem das gesamte Modell passgenau erzeugt wurde, Optimierungsalgorithmus drüber laufen lassen, der im Grunde nur Standardelemente verwendet für die Stäbe, dafür aber die Knoten wachsen weg. Ja, im Grunde die Arme der Knoten anhand der Stäbe anpasst. Im Grunde werden dann einfach die ganzen Knoten ausgespuckt. Jeder Knoten hat dann auch eine Nummerierung bekommen, also einen Namen. Und für die Konstruktion oder für die Montage extrem hilfreich war das im Grunde auch jeder Arm, die Adresse des benachbarten Knotens nochmal eingraviert bekommen hat und den Stabtypen. Das heißt, wenn man im Grunde an einem Ort angefangen hat, hätte man das ganze Modell nur anhand der Informationen auf den Knoten zusammenbauen können. Das haben wir zwar nicht gemacht, aber theoretisch wäre das möglich gewesen und hat auf jeden Fall den Montageablauf enorm beschleunigt, weil man eben nicht jedes Mal nachgucken muss auf dem Plan, was ist das jetzt für ein Stab und so weiter. Die Stäbe, wie gesagt, wurden dann standardisiert. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber wir hatten mehrere tausend verschiedene Stablängen und Stabquerschnitte, also Kombinationen der beiden. Wir haben es auf 44 verschiedene Stabtypen dann reduzieren können. Das waren mit Zahlen, da sieht man dann auch mit teilweise sehr hohen Wiederholungsfaktoren. Das hat das Ganze natürlich enorm beschleunigt und natürlich auch etwas günstiger gemacht. Hier sieht man ein Beispiel eines Knotens. Dazu könnte man noch sagen, also zum einen den Maßstab. Dadurch, dass es alles aus Metall gebaut wurde, war das unheimlich präzise alles. Gelaserte Edelstahlknoten und, wie gesagt, gedrehte Aluminiumstäbe. Hier im Grunde die Programmierung des ersten Musters. Da haben wir zum einen die Geometrie zuerst erzeugt, und dann sieht man hier nochmal diesen Optimierungsalgorithmus. Also im Grunde haben wir verschiedene Durchmesser gehabt, verschiedene Längen. In diesen zwei Modulen sieht man hier zum Beispiel diese roten, die sind zwar alle ähnlich, aber nicht alle identisch, wenn sie perfekt errechnet wurden, aber man sieht eben, dass sie alle in einer Spanne innerhalb von 10 mm liegen. Das heißt, 10 mm am Anfang, am Ende, 5 mm Spielraum, das konnte man sagen, das konnte auch so ein flacher Knoten auch noch vertragen.
im Grunde konnte man dann diese ganzen Gruppen zusammenfassen, den kürzesten nehmen und dann eben den Knoten wachsen lassen. Und so konnte man sich da langsam strategisch vorangeln. Das ist ja im Grunde die Komplexität einfach reduziert. Was auch in dem Fall unheimlich wichtig war, wegen dem Zeit einfach. Wie gesagt, da hatten wir das erste Muster gebaut, das war der Modellbauer, der dann die Steifigkeit empirisch getestet hat. Und das Ding war extrem stabil, also allein durch dieses räumliche Tragwerk. Nach dem Muster haben wir dann die ganzen Elemente produzieren lassen, kamen dann so an. Die wurden dann alle auf Schablonen erstmal vormontiert, erst der Untergurt, dann der Obergurt. Da sieht man dann ein fertiges Modul. Diese wurden dann auf einer gefrästen MDF-Schablone montiert. Also die Schablone ist das Ganze nochmal, weil es doch ein bisschen Verzug gibt, aber wir haben dann im Grunde die Position dieser Stäbe hier eingefräst. Das heißt, also wenn es ein bisschen Toleranzen gab, hat sich das eben nicht über die gesamte Kuppel addiert, sondern jedes Modul hat nochmal seine eigene Position bekommen. Und dadurch wurde das dann auch nochmal extrem präzise, das Ganze. Aus statischen Erwägungen heraus mussten wir den ganzen Rand schleißen lassen aus Edelstahlrohren. Also hier sieht man ganz gut diese Knotenstabkonstruktion, die dann am Ende hier an den Rand anschließt. Eine Kuppel ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt. Im Grunde braucht man einen Zugring. Also in diesen alten Kathedralen, Domen, da gibt es, glaube ich, teilweise auch mit Lederriemen, haben die damals gearbeitet, dass im Grunde der Dom, der nach außen drückt, gehalten wird. Im Grunde aus dem gleichen Erwägung heraus haben wir das dann auch so umgesetzt. Die Rohre wurden alle auch gelasert mit allen Verbindungen und dann auch auf einer Schablone zusammengeschweißt, viermal die gleiche. Das war in dem Fall dann ein bisschen Handarbeit, aber wurde dann im Grunde so zusammen montiert. Hier sieht man den fast fertigen Dom, die Konstruktion. Der Rand fehlt noch, da ist nochmal so ein spitzer Rand, der an der Seite draufkommt. Im Grunde sieht man hier nochmal ganz gut die Fülle. Es waren insgesamt 15.000 Einzelteile, die da erzeugt werden mussten und produziert werden mussten und zusammengebaut werden mussten. Innerhalb von weniger als 6 Monaten. Das war im Grunde die Konstruktion. Danach gibt es noch die, sagen wir mal, die wirklich aktive lichtfilternde Haut des Entwurfs. Das sind im Grunde 5 Schichten auf der Oberseite, 5 Schichten auf der Unterseite. Aus Kostengründen haben wir die 3 inneren Schichten, die 3 mittleren Schichten haben wir zusammengefasst, aber das war dem Architekten sehr wichtig, dass man es eben in Schichten schafft, weil es eben nicht so eine glatte Oberfläche gibt, sondern nochmal so eine Tiefe und eine Schattenwirkung, die doch recht interessant ist. Das Ganze zu bauen war nicht ganz einfach, weil es eine sphärische, also Kugelsegmente sind, das heißt eine zweifach gekrümmte Fläche, musste aus Blech hergestellt werden, weil das ganze Modell aus Blech war. Und im Grunde haben wir da eine Firma im Norden Deutschlands, die in der Nähe von Hamburg, die eigentlich Sichtenbleche für Kühlcontainer, Schiffcontainer baut. Und die waren die einzigen, die gesagt haben, wir hatten 5 angefragt, die waren die einzigen, die gesagt haben, das kriegen wir irgendwie schon hin. Also auch in dem relativ kleinen Maßstab, also normalerweise diese Metaller, wenn man die anfragt, oder Schiffsbauer, die wollen natürlich ganz andere Stückzahlen produzieren. Und da haben wir dann im Grunde eine Form gefräst. Ist noch ganz interessant, das technische Problem dieser Bleche ist, dass wenn man es verformt, dann bekommt es einen Radius. Wenn man das Ganze ausschneidet, dann federt das alles ein bisschen zurück. Und diesen Rückfederungseffekt, den kann man nicht genau berechnen. Das sind Erfahrungswerte, das musste dann im Grunde auch der Produzent kann sagen, wie weit man das überspannen muss, dass es dann zurückfedert und im Grunde auf den genauen Radius kommt.
Das Ganze wurde dann in drei Schichten Wasserstrahl geschnitten, mit einem Wasserstrahlschneider. Deswegen, weil lasern wollten wir es nicht, aufgrund der Hitzeeinwirkung hätte sich das Blech nochmal verzogen. Das heißt, durch einen kalten Prozess war das dann im Grunde realisierbar. Die drei Schichten haben wir dann zusammengeleimt. Das war eine ganz clevere Idee der Schreiner. Im Grunde die wurden verklebt und nochmal in der Schablone zusammengepresst zum Trocknen. Und im Grunde wurden diese drei Schichten übereinander gelegt mit so einem Sprühschaum für Weihnachten, so einem Sprühschnee eingesprüht. Und wenn man dann die Bleche abnimmt, dann sieht man natürlich, wo überall der Kleber angegeben werden muss. Und da wurde dann dem angegeben und dann in diesen gefrästen Schablon nochmal zusammen verleimt, was im Grunde ja wie so eine Schichtholzverleimung dann natürlich auch den Vorteil hat, dass eben dann am Ende wirklich der genaue Radius zusammen zustande kommt. Aber hier sind die Elemente schon gekrümmt? Also die sind schon gekrümmt. Die wurden in dieser Presse gestanzt. Sphärisch gestanzt. Ja. Und dann ausgelasert? Dann Wasserstrahlschneider. Ach, Wasserstrahlschneider. Mit dem Wasserstrahlschneider. Also so ein bisschen ganz leicht. Drin. Genau, die Krümmung ist natürlich recht seicht, aber trotzdem war auch nicht ganz einfach, das umzusetzen. Hier sieht man dann so ein Modul, das schon im Grunde fertig ist. Jedes Modul ist natürlich unterschiedlich, weil aufgrund des Entwurfs auch diese Haut auf das Programm unter dem Dom auch nochmal reagiert. Da gibt es eine Blase, da muss ein bisschen schattiger sein. Das heißt, die sind dann auch alles Einzelstücke. Das Ganze wurde dann anhand von vier Schrauben, das waren solche Computerschrauben, die sieht man hier noch, Abstandshalter, verschraubt. Mit einer kleinen Dehnfuge dazwischen. Das war auch eine lustige Diskussion, weil in Abu Dhabi, also da gibt es Temperaturunterschiede von, also nachts bei Minusgraden und tagsüber, wenn es halt in der Sonne steht, dann hält sich das auf plus 40, 50 Grad. Das heißt, die Temperaturunterschiede haben uns dann ein bisschen Sorgen gemacht, dass wir da nochmal eine kleine Dehnfuge übrig gelassen haben. Was den Architekten ein bisschen besorgt hat, aber als das Ganze dann fertig montiert wurde, hat man dann gemerkt, es war so gering, also die Dehnfuge ist gar nicht aufgefallen. Und sie lag wahrscheinlich über dem Stapel. Sie lag über dem Stapel. Das heißt, insbesondere von oben, wenn er Licht eingestrahlt hat, dann hat man sie nicht auch nicht gesehen. Genau, hier wurde es dann fertig montiert. Hier haben wir nochmal ein kleines Event. Bevor es nach Abu Dhabi, also zerlegt wurde, nach Abu Dhabi geschifft wurde, wurde es nochmal vom Architekten abgenommen. Also Jean Nouvel wollte es unbedingt noch persönlich begutachten, bevor es nach Abu Dhabi geht, weil er sich auch Sorgen gemacht hat, dem Scheich das dann vielleicht nicht gefällt oder dass es vielleicht kontraproduktiv wäre, und die wollten es eben nochmal abnehmen. Das war im Oktober in der Nähe von Würzburg. Glücklicherweise hatten wir sogar Sonnenschein an dem Tag, was ein Glücksfall war oder vielleicht auch nicht, weil der Lichtregeneffekt eben nicht funktioniert hat, zumindest zu dem Zeitpunkt. Deswegen war er auch ein bisschen mürrisch, aber hier wurde es dann auch nochmal auf einem Wagen montiert, das im Grunde die Museumsgebäude darunter volumetrisch nochmal repräsentieren, dass man sich das auch besser nochmal vorstellen kann. Und da kam dann der Herr Nouvel und war etwas mürrisch, weil er eben, wie gesagt, diesen Lichtregeneffekt erwartet hat. Im Grunde war das alles spiegelnd und glänzend. Und dann haben wir überlegt, weil das Modell noch nicht fix und fertig montiert war, dass es vielleicht auch einfach zu viel Licht gab. Daraufhin hat er dann seinen Hut abgenommen und auf den Stock gelegt und dann direkt unter dem bereits geplanten Innenhaut dann versucht, so ein bisschen die Lichtstrahlen einzufangen, ob das da irgendwie diesen Effekt gibt. Aber also war ein bisschen riskant, weil das Ganze noch nicht so richtig funktioniert hat. Wurde dann allerdings 2-3 Wochen später zerlegt, per Luftfracht nach Abu Dhabi geflogen.
und auch mit viel Presse und dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt, aber eben primär um den Lichtplanern, das ist die Firma Transolar aus Stuttgart, ja, die sind ja auch immer mit dabei. Und die hatten im Grunde auch angeregt, dieses Modell bauen zu lassen. Die haben das dann auch als ein Objekt genutzt, um das eben zu testen. Nochmal ein bisschen Presse. Das war der Scheich-EP. Ja, das war der Bruder des Scheichs. Der Scheich war angekündigt, aber ist dann nicht gekommen, aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich. Aber das war der Bruder, das ist der Tourismusminister. Und der ist eben auch für diese ganze Entwicklung der Museumsinsel, glaube ich, verantwortlich. Ja, das ist dann praktisch schon. Das Material sollte, ist auch so poliertes Metall oder was ist das Endmaterial? Ja, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz sicher. Also es gab dann auch verschiedene Überlegungen, was es sein könnte. Zum einen wegen dem Lichteffekt, und das Modell, hat dann auch dazu beigetragen, im Grunde die Materialwahl etwas einzugrenzen, weil im Grunde hier sieht man, das ist das fertige Modell, ist dieser Lichtring nicht funktioniert hat. Die Innenschale war in dem Zeitpunkt noch komplett glänzend oder sagen wir reflektierend und es hat einfach viel, viel zu viel Umgebungslicht entsorgt, als dass dieser Lichtring-Effekt funktioniert hätte. Das ist, im Grunde kann man sich das vorstellen, bei einer Kirche funktioniert es eben, weil der Innenraum relativ dunkel ist und Stein und, alles massiv und dann gibt es nur kleine Strahlen und da oder in Grand Central Station in New York, dadurch entsteht dann dieser Lichtring-Effekt. Und hier hatte man im Grunde das Problem, dass die ganzen inneren Museumsgebäude weiß sein sollten und die Kuppel war noch glänzend, da kam einfach viel zu viel Umgebungslicht rein. Zum Glück habt ihr ein Modell gebaut. Zum Glück haben wir ein Modell gebaut, weil daraufhin kam dann auch gleich die Anfrage von den Architekten, dass wir die innere Hautnummer austauschen, im Grunde weniger reflektieren machen. Das kam im Grunde bei den Messungen heraus, die hatten da irgendwie 1000 Lux oder was auch immer da im Zentrum gemessen, haben gesagt, einfach das Umgebungslicht muss viel, viel mehr gedämpft werden. Und das sollten wir dadurch erzielen, indem man die innere Haut austauscht und die Dächer schwarz rollert, der Museumsgebäude, weil dann ja auch ziemlich viel Reflexion stattfindet, das heißt, es wurde matt schwarz gerollert und daraufhin wurde es dann nochmal etwas, sagen wir mal, günstiger nochmal gelasert in dem Fall, das war, glaube ich, Pappe und HPL auf einer Form, also es musste schnell gehen und günstig sein, aber eben die Oberfläche in dem Fall ist Pappe das Umgebungslicht hatten die dann irgendwie auf 500 oder 600 Lux reduziert und haben es dann auch irgendwie geschafft, diesen Lichtring. Also das heißt, theoretisch ist es auf jeden Fall möglich und das hat auch im Grunde ich weiß jetzt nicht, in welchem Stand das Ganze ist, aber die Materialwahl für diese innere Hülle auf jeden Fall wird das beeinflussen. Ein anderes Problem ist auch die Akustik, weil es ist natürlich eine Kuppel und da hat man natürlich auch ein Problem, es muss auch noch akustisch absorbierend sein, glaube ich. Das ist nochmal ein weiteres, aber das ist dann auch in dem Modell nicht mehr Thema gewesen. Noch eine Frage, jetzt wird denn Jean Nouvel die ursprüngliche Pattern-Definition überhaupt entwickelt in deren Büro? Irgendwann muss das ja mal stattgefunden haben. Richtig, ich kenne die Leute ganz gut, die das gemacht haben. Also im Grunde gibt es... Wir hatten das im In-house mit Architekten entwickelt, also eine geometrische Form. Die ganze, sagen wir mal, Erzeugung und die Kontrolle, das anhand der Lichtverhältnisse anzupassen, das hat Büro Happold in Zusammenarbeit mit Gary Technologies. Die haben dann auch irgendwann mal auf Digital Projects umgestellt, das Projekt, und die haben das dann zusammen, programmiert. Hätten wir auch gerne gemacht, aber die waren damals schneller. Aber im Grunde, die hatten dann diese Geometrie auch geliefert. Das Interessante an dem Ganzen ist, dass es auch tatsächlich wirklich fünf Schichten eines Musters sind, das im Grunde skaliert wird, rotiert wird und verschiedene Breiten an Streifen bekommt. Das heißt,
das ist auch sehr clever gemacht. Also gibt es auch einige Sachen, also wurde auch einige Sachen veröffentlicht zu dieser Thematik dieses, dieses Musters. Sehr, also sehr empfehlenswert, sehr interessante Arbeit von Novell und Büro Hartmann und Gary Technologies. Genau. Das nächste Projekt, die Philharmonie in Paris. Vielleicht, das kann man ein bisschen schneller zeigen, weil das ist noch zu lang dauert. Aber im Grunde, die Anforderungen in dem Fall waren nicht das Licht, sondern die Akustik zu messen. Philharmonie Paris, auch von John Novell. Dieses Modell haben wir vor dem Louvre gebaut. Das war auch alles Holzarbeiten, deswegen kamen wir da auch mit dem Schreiner zusammen. Im Grunde dieses Vorgehen, die Akustik anhand von Modellen zu testen, im Maßstab 1 zu 10 war das in dem Fall, das ist auch keine Neuigkeit, das macht man schon seit den 20er oder seit den 30er Jahren. Hier das gleiche Problem, dass eben die Akustik nicht im Computer simuliert werden kann. Und das, insbesondere diese Akustiker aus Japan, Nagata Acoustics, die machen das immer. Also die haben auch in der Elbphilharmonie gearbeitet, in Disney Concert Hall, von Frank Gehry, und also sind die Star-Akustiker sozusagen, aber die machen das immer mit diesen Akustikmodellen. Hat dann auch ganz interessante Anforderungen. Es muss luftdicht sein, weil das ganze Modell mit Stickstoff gefüllt wird. Das heißt, das Modell wird im Maßstab 1 zu 10 skaliert. Die Frequenztöne, die dann erzeugt werden, werden im Maßstab 1 zu 10 skaliert. Das heißt, die Wellenlänge werden verkleinert oder verringert. Und der Luftdruck, die Atmosphäre muss auch skaliert werden. Und deswegen füllt man das ganze Modell mit Stickstoff, weil das eben verhältnis. Die laufen dann immer mit solchen Meldern in den Hals, also wenn es da irgendwie nicht, dass sie dann ohnmächtig werden. Aber im Grunde deswegen musste das Ganze luftdicht sein, auch montiert werden, abgebaut werden, in Paris aufgebaut werden, Mikrofonöffnungen, das musste das alles vordefinieren, Materialstärken, Gewicht, Masse musste alles eingehalten werden. Und die Geometrie war in dem Fall natürlich auch nicht ganz so einfach zu bauen. Also es war auch in dem Fall alles Fräsarbeiten, also Dreiachs und in dem Fall auch Fünfachs. Unterschneiden, Kanten, also wir haben die ganzen Fugen wurden alle Bohrungen wurden alles in den richtigen Winkel. Also man hätte es auch mit einer Dreiachsfräse auch machen können, aber das Schöne an dem Modell war es wirklich, durch die Fünfachs konnte man jedes Einzelteil in der Form zurecht bauen und dann war das wie ein großes Puzzlestück, muss alles nochmal zusammengebaut werden. Dann zum einen die Konstruktion auf der Außenseite, das ganze 3D-Modell, sieht man auch verschiedene Flächentypen, gerade Flächen, einfach gekrümmte Flächen, zweifach gekrümmte Flächen, diese lilafarbenen Stäbe, das sind die Positionen der Mikrofone, der Mikrofonöffnung, also die Mikrofone, die Akustiker benutzen, sind relativ teuer. Die haben nur zwei, also ein Mikrofon, mit dem sie arbeiten und eins als Backup, aber die können nicht 30 Mikrofone durch den ganzen Saal verteilen. Das heißt, im Grunde waren das alles Schächte, die musste man dann rausziehen und dann das Mikrofon reinschieben. Da gab es eben verschiedene Positionen dieser Mikrofonöffnung. Hier sieht man eine Unterkonstruktion für einen zweifach gekrümmten Bereich. Also hier sieht man auch ganz schön alles mit der Fünfachs im Winkel vorgefräst. Das mit der Position der Bohrung, das sieht man gleich bei den Kacheln. Oberfläche einfach abgezeilt und die drei, vier Positionen der Bohrung dann alles vorgefräst. In dem Fall natürlich super präzise. Insbesondere mit der Zusammenarbeit mit den Schreinern. Jetzt hat man den einen von den Schreinern gefragt, was die da für Toleranzen haben. Also die Fräse hat, glaube ich, eine Toleranz von einem Zehntel. Und ein Schreiner hat mir gesagt, so mit dem Auge kann er noch ein Fünfzehntel, kriegt er noch hin, plus minus. Also die waren der Meinung, in dem ganzen Modell, es war echt ein Zentimeter hier und da, Millimeter. Ja, da aber eben durch diese ganze Konstruktionsweise alles enorm präzise. Und das war natürlich sehr wichtig für die Dichtheit. Also das wurde dann alles abgesiegelt und das Modell war absolut dicht. Also wir haben
Genau, die prüfen das, es wird einmal mit Stickstoff gefüllt am ersten Tag und dann messen die einfach den Druckabfall, wie schnell der Druck abfällt. Und wir haben uns da wirklich Mühe gegeben mit Überlappung, da haben wir auch einiges dazu gelernt. Genau, also ja, im Grunde jetzt diejenigen, die schon mal mit solchen Fräsen gearbeitet haben oder sowas konstruiert haben, ist jetzt alles nicht weiter so spektakulär von der Konstruktion. Es musste eben etwas gewichtssparend sein, weil es in einem zweiten Stock aufgebaut werden musste in Paris. Allerdings musste genügend Masse da sein, zum einen, dass es stabil ist, zum anderen, dass es natürlich auch die Schallwellen reflektiert. Das waren dann, glaube ich, Zentimeter Materialstärke Minimum musste da sein. Von dem her wurde das auch alles in vordefinierten Größen dann auch zerteilt. Das wurde dann mit dem LKW nach Paris gebracht und deswegen musste dann auch teilweise diese Balkonränge, die dann teilweise viel zu groß wurden, dann in zwei, drei Teile aufgeteilt werden, geschichtet mit hier nochmal so viel Material wie möglich rausgenommen, damit es nicht zu schwer wird. Das ist lange mein entwerferisches Problem. Diese Balkone sollen Wolken darstellen, die dann im Raum irgendwie schweben. Das heißt, sie sind mit an zwei, drei Punkten mit Überbrücken, mit der Rückwand verbunden. Und das Ganze hat natürlich ein gewisses Gewicht und will nach unten knicken. Und das wird die Architekten genauso, oder die Ingenieure zumindest genauso beschäftigt haben wie uns, weil also es war massives MDF, das hat dann schon Gewicht gehabt. Das heißt, wir mussten so viel Material wie möglich rausnehmen, dass das Ganze überhaupt noch hält. Und die waren schon echt schwer, diese Balkone. Also hier sieht man ganz gut die Fünfachsfräse, da wurden dann auch teilweise die Kanten im richtigen Winkel gefräst, in der Reihe ausgehöhlt, hier aufeinander geschichtet, dann nochmal aufgespannt. Das sind die Rückseiten der Balkone, die sollten dann recht glatt werden. Das wurde dann nochmal alles abgezeilt und dann Stück für Stück montiert und lackiert in zwei verschiedenen Farbtönen. MDF Natur, was nicht so. Die Architekten haben gesagt, die wollen eine Holzoptik und MDF Natur wäre denen wohl am nächsten gekommen. Die wollten es auf keinen Fall holzfarben lackiert haben. Und so wurde es dann lackiert und in den Einzelteilen dann nach Paris gebracht. Das ist der Pavillon, wo das Planungsbüro des Bauherrn und der Architekten, das lokale Planungsbüro, in Paris vor Ort, im Parc de la Villette, sieht man, also diejenigen, die sich mit Architekturgeschichte etwas auskennen, hier ist etwas, diese Pavillons von Bernd Tschumi, im Parc de la Villette, so ein bisschen in der Ecke, im Osten von Paris, und da wird die Philharmonie dann künftig ausstehen. Ist momentan auch im Bau, also die sind da jetzt recht weit schon. Genau, hier kam die Elemente in Einzelteilen, wie gesagt, das Ganze musste in diesem temporären Pavillon hier oben, da war deswegen mal diese Überhöhung dann auch vorgebracht. Und das Ganze ist natürlich nicht so super stabil, deswegen dem Problem. Zum einen die Elemente dann auch durch eine abmontierte Bandmodul praktisch noch mit einem Kran reinzubekommen und dann auch aufzubauen wieder. Hier sieht man nochmal die fast fertige Montage und hier die Akustiker, die dann ihre Maschine aufgebaut haben und wie gesagt, daran dann die Akustik gemessen haben. Das ist die beiden Akustiker und Brigitte Metra. Achso, dann habt ihr tatsächlich Personen, die hier im Schatten. Kann man vielleicht ein bisschen dazu, das ist ganz interessant, also das Problem, man möchte ja die Schallreflexionen messen an verschiedenen Punkten und im Grunde hat man zum einen die Reflexion der Wände, aber auch ein leerer Saal und ein gefüllter Saal hat eine andere Akustik oder eine andere Reflexionszeit, weil der Körper an sich
und natürlich die Kleidung und die Haare absorbieren wirken. Deswegen haben diese, das ist einmal, das sind solche Styroporpüppchen, die haben dann so einen kleinen Filzhut und eine Filzjacke an und das absorbiert dann den Schall etwas. Hier sieht man ganz schön, da haben die das mit dem Laserstrahl eingemessen, dass die ganzen Rückwände dann auch den richtigen Winkel haben. Und überall, wo diese farbigen Püppchen sind, ist eine Mikrofonöffnung. Also da konnte man dann die Mikrofone dann auch entschieden. Interessant auch, genauso wie beim Lichttestmodell, war es von vornherein auch angedacht, dass man nochmal Modifikationen vornehmen kann bei dem Modell, um eben auf Änderungen nochmal reagieren zu können. In dem Fall hatte der Akustiker aus akustischen Gründen und Novell aus architektonischen Gründen gesagt, die Decke sind zu niedrig und das Ganze soll angehoben werden. Das heißt, wir müssen die ganze Decke aufschneiden und 10 cm anheben. Teilweise Rückwände mussten wir neu fräsen oder der Teil rausschneiden, etwas kippen. Aber im Grunde, hier ist derselbe Gedanke. Also ein Modell ist nicht ganz günstig, aber es ist immer noch günstiger, als ein Gebäude zu bauen und dann hinterher zu merken, dass die Akustik nicht ganz. Und das kam dann auch als Erkenntnis aus dem Modell mit 10 cm. Ja, das kam dabei heraus. Also das Volumen war etwas zu gering, das hat den Akustiker gestört. Und Novell war zufrieden, weil das Ganze so ein bisschen gedrückt sich angefühlt hat. Es war alles jetzt zu eng. Wie gesagt, es muss ein bisschen mehr Luft nach oben bekommen. Wobei du natürlich, wenn du als 1:1-Typ da drin sitzt. Das stimmt, ja. Aber die Balkone sind allein aus statischen Gründen sind einfach ein bisschen wuchtiger geworden als der ursprüngliche Gedanke und das Ganze hat dann einen so verschlagen, deswegen war der Gedanke, ein bisschen mehr Raum in dieser Innenhülle zwischen den Balkonen zu schaffen. In welchen Größenordnungen spielt das ab? Also was zahlt das Büro Novell für die zahlen, glaube ich, gar nichts. Oder die Klienten natürlich dann in dem Bauherr, Fall, ja. Aber wenn das jetzt bei euch bestellt wird? Also das war, ja, kann man sagen. Viel mal darum, ja. Aber wirklich für alles, also Planung, Produktion. Mhm. Wie gesagt, das Modell haben wir auch wieder in dieser Dreierkombination mit dem Schreiner, dem Modellbauer und uns gemacht. Und das war in dem Fall auch eine Punktlandung, was die Kalkulation anbelangt hat, im Louvre auch, wobei das Louvre-Modell noch ein Stückchen teurer war. Aber die haben da ganz schön nach rumgeknörrt am Preis, weil es in Frankreich ab einer gewissen Summe muss es öffentlich ausgeschrieben werden, weil es ein öffentliches Projekt ist. Und da haben die gesagt, also entweder ihr macht es für den Preis, ne? Oder wir müssen es öffentlich ausschreiben. Und so haben wir uns natürlich überzeugt. Und das war dann so gerade noch, haben wir gerade so hinbekommen. Das war dann auch gut. Wenn wir jetzt nochmal so ein Modell bauen, dann wissen wir natürlich jetzt mehr oder weniger, wie es geht, weil war schon ein bisschen viel Trial and Error dabei. Ja. Part 2, ich glaube, es dauert, also vielleicht gehen wir da ein bisschen schneller durch, das ist jetzt auch nicht so spektakuläres. Wenn man aus dieser ganzen, sagen wir mal, 5-Achs-, 3-Achs-Frästechnik von den Modellen jetzt das Ganze auf einen größeren Maßstab überträgt, ist es im Grunde nichts anderes, im Kleinen wie im Großen. Da kann man ganz schöne so eine Animation von dem Keltenmuseum von Kader-Wittfeld in der Nähe von Frankfurt. Da ging es eben um solche schichtartigen Museumseinrichtungsmöbel, die von außen recht einfach und sanft aussehen, aber konstruktionstechnisch etwas kompliziert waren, weil eben auch viele Ausstellungsexponate da integriert werden mussten, Guckkästen, Vitrinen und solche Sachen. Das heißt, wir hatten da im Grunde das eine Problem, die Konstruktion zu bauen. Das ist nicht viel anders als die Konstruktionstechnik von dem Modell für die Philharmonie in Paris, wie man hier sieht. Allerdings, sagen wir mal, das kam nach dem Projekt noch ein Stück weiter gesponnen, was die Automatisierung anbelangt. Das heißt, Verbindung, das haben wir alles programmiert, Verbindung, Nummerierung, also das wird mit jedem Projekt immer besser und schneller und also da muss man nichts mehr mit der Hand irgendwie zeichnen, wenn man irgendwie zwei Platten zusammen verbunden, verschraubt und zerlegt und gleich Laser
Pfade erzeugt. Also das ist natürlich bei solchen Projekten, je größer der Maßstab ist, umso wichtiger natürlich auch, dass da schnell bewegt. Interessant bei dem Projekt war im Grunde die Verkleidung, das ist so eine Lederfaser-Verkleidung, die dann auch teilweise Rundung bekommen hat. Haben wir uns auch ein ganz schönes System, programmiertechnisches System überlegt, wie wir dann die verschiedenen Fälle dann abdecken können. Und war alles am Ende dann auch vollautomatisch. Was die Erzeugung 3D anbelangt, als auch die ganze Produktionsdaten. Und so sieht das Ganze dann im fertigen Zustand aus. Sieht recht einfach aus, wenn man nicht weiß, was da alles in Konstruktion darunter steckt. Ist allerdings ein sehr schönes Museum, kann man empfehlen, architektonisch, in der Nähe von Frankfurt, also auch die Lage in so einer hügeligen Gegend, also wenn man in der Gegend ist, kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Ist auch sehr, sehr schön kuriert, die Ausstellung, sehr interessant. Genau, dann, das war für ein Pavillon in Wolfsburg für Audi, das haben wir für einen Messebauer gemacht, im Auftrag Ambrosius aus Frankfurt. Die, also wie gesagt, mit den Kunden machen wir meistens Messebauten, das heißt, muss schnell gebaut werden, schnell produziert werden, schnell montiert werden und dann steht es 2 Wochen und wird alles weggeschmissen. In dem Fall ist es kein temporärer Pavillon, naja, das ist im Grunde hier ein Bild, sondern es ist fix, es ist eine Ausstellung in Wolfsburg und das hatte dann natürlich auch den Messebauer dann nochmal gefordert, das ein bisschen mehr für die Dauer zu bauen. In dem Fall, das Interessante an dem Projekt ist, was man jetzt leider nicht so gut sieht anhand des Bildes, ist, das Keltenmuseum ist alles gefräst mit einer 3-Achs- und einer 5-Achs-Fräse, was auch gewisse Nachteile mit sich bringt, was Kosten und Zeiten anbelangt. In dem Fall haben wir alles gelasert, das heißt, sind alles drei Achskanten, also nichts hat Krümmung, obwohl es eine Krümmung hat. Das heißt, das wird durch Toleranzen ausgeglichen, das haben wir uns im System überlegt und programmiert. Und das macht solche Projekte natürlich enorm interessant für den Kunden, dass man sowas komplett aus Laserelementen herstellen kann. Ja, viel, viel günstiger. Es wurde in dem Fall eh auch mit Gips beplankt. Das interessiert ihn nicht. Solange eine Kante anliegt, ist ihm egal, da muss nicht jede Kante irgendwie entlang laufen. Und die Präzision ist natürlich beim Laser genauso hoch wie sonst. Das heißt, das Ganze wird zusammengebaut und ist auch ein fixes Element. Genau. Hier nochmal die Außenhaut. Fassaden haben wir noch nicht so viel gemacht, würden wir gerne mehr machen, aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer, was auch die Größenmaßstab anbelangt. Aber da haben wir so einen kleinen, an so einem kleinen Restaurant-Pavillon für ein Hotel in Düsseldorf Kunde, die ganze Konstruktion. Das ist alles 5-Achs gefräst worden. Und relativ selbsterklärend. Und dann eben das ist direkt gegenüber von einem Frank Gehry Gebäude und ich glaube, das sind alle deutsche Architekten, die haben sich das ein bisschen inspirieren lassen. Aber war ein ganz nettes, kleiner Pavillon zu bauen. Das ist, glaube ich, eine sehr teure Luxus. Oder die Hotellobby Bar oder irgendwas ist da. Also, ich habe es selber noch gar nicht gesehen. Das ist jetzt doppelt, ne? Okay, der letzte Teil sind, wie ich vorhin schon angedeutet habe, mehr so experimentelle Arbeiten, die jetzt auch, sagen wir mal, aus der Arbeit im Büro entstanden sind, allein vom Gedanken, Programmierung, Erzeugung, Formen, was kann man alles damit machen. Das Ganze habe ich dann auch auf eine Webseite gepackt. Mein voller Name ist Benjamin Samuel Kohn, das Ganze auch. Und sagen wir, den Geschäftsmann Herr Kohn zu trennen, habe ich dann die Webseite Benjamin Samuel genannt, dass da keine Überschneidung gibt. Im Grunde zwei unterschiedliche Arbeiten. Das eine hat mehr mit, sagen wir mal, Form erzeugen und Generierung zu tun. Das sind diese kleinen skulpturalen Formen, das andere eher auf einer grafischen Ebene.
Das Ganze hat schon früh angefangen bei mir, das Interesse mit diesen Harmonographen, schon während des Studiums. Habe ich mich damit beschäftigt. Muss man jetzt nicht genau im Einzelnen erklären, aber ich glaube, jeder von Ihnen hat sowas schon mal gesehen. Diese Spirographen, das sind im Grunde in sich geschlossene Formen. Harmonographen sind offene Formen aufgrund der Friction. Durch die Reibung nimmt die Schwingung des Pendels ab, das heißt, sind dann offenere Formen. Und das Ganze war mir dann, oder das, was mich interessiert hat, war, das Ganze zum einen dreidimensional zu machen. Das ist das, also dreidimensional zu machen und im Grunde diesen Gedanken, diese Analogie zur Musik noch ein bisschen zu erweitern. Also diese Harmonographen kommen aus dem 19. Jahrhundert. Die Schwingung, die Frequenzverhältnisse der Schwingung werden den Intervallen in der Musik gleichgestellt oder die Analogie hergestellt. Was in dem Fall des Harmonographen aus dem 19. Jahrhundert im Grunde einfache, sagen wir mal, Grundtöne sind. Also C zu D oder C zu F in der Musik. Das ist das Frequenzverhältnis. Diese Form, also das Ganze habe ich dann programmiert. Im Grunde ist es vom Ansatz her wie ein Synthesizer, ein additiver Synthesizer. Und diejenigen, die es vielleicht ein bisschen sich damit auskennen, ein Synthesizer kann nicht nur Grundtöne addieren, sondern auch Frequenzobertöne. Das ist also im Grunde die Herangehensweise für eine additive Synthese. Gibt es noch verschiedene andere Synthesen, aber im Grunde diese Form basieren immer auf dem Grundton plus Obertöne. Also das heißt, es ist ein Vielfaches vom Grundton nochmal hinzuaddiert und dann im verschiedenen Verhältnis. Bei einem Synthesizer macht es den Unterschied, sagt man, der Klangfarbe. Das heißt, auch bei normalen Instrumenten, deswegen klingt ein Ton C auf dem Klavier anders als auf einer Trompete, weil die Obertöne anders gewichtet sind. Und im Grunde war das der Ansatz, also so ein Plugin zu programmieren, was zum einen diese Schwingungsbewegung nicht nur in X und Y Richtung oder in X und Y Achsen erzeugt, sondern eben auch in der Z-Achse und eben die additive Synthese, also nicht nur einfache Schwingung, also Sinusschwingung oder eben gedämpfte Sinusschwingung, die eben abnehmen, sondern eben auch additiv synthetisierte, zusammenaddierte Schwingung. Das ergibt dann praktisch diese komplexen Kurven und die ergeben eben diese extrem, sagen wir mal, interessanten Formen. Richtig interessant, kann man noch dazu sagen, es ist im Grunde genau wie ein additiver Synthesizer. Eine alte Hammond-Orgel im Grunde funktioniert genauso. Also man hat verschiedene Oszillatoren im Instrument eingebaut und je nachdem, wie man, kann man verschiedene, also diese Regler betätigt eben verschiedene Oszillatoren in der Obertöne. Und dadurch verändert man eben den Klang. Und das sind additive Synthesizer. Die meisten Synthesizer, die man so sieht, so Yamaha oder was auch immer, das sind die basieren auf einer anderen Art der Synthese. Also das ist ein bisschen kompliziert, aber im Grunde ist es die einfachste Variante und hat auch ein enorm großes Potenzial. Das Interessante, was man hier sieht, ist, dass man im Grunde hier ein Grundtonverhältnis hat in X und in Y-Achse, da kriegt man solche Sonnenspiralenformen. Und hier sieht man, was passiert, wenn man verschiedene Harmonics, also das auf Englisch als Obertöne oder eher in Deutschland sagt man Obertöne, addiert, also im Grunde die Amplitude der Sinuskurve vergrößert. Hier im Grunde 0 und dann bis zum Wert 1. Das Interessante hier ist, dass man sieht, was passiert, wenn man keine Harmonics nimmt, also keine Obertöne, dann fliegt das Ganze auseinander. Also das heißt, es hat auch einen gewissen interessanten, sagen wir mal,
ja, theoretischen oder vielleicht auch historischen Diskussionshintergrund, was eben Proportion anbelangt. Also im Grunde ist es nichts anderes als in der klassischen Bauweise zu sagen, man baut einen Kasten im Verhältnis 3:5:8, was sagen wir, gewisse Zahlenverhältnisse darstellt, die man eben auch auf die Musik übertragen kann, aber eben nicht nur. Also man kann, muss man natürlich nicht. Hier sieht man das Ganze nochmal in Aktion. Hier das ist der Oberton plus die Phase. Also das heißt, und im Grunde wird einfach die Amplitude hinzugefügt und wieder weggenommen. Aber es sind immer zwei Töne, ne? Das ist zwei Töne, eins in X, eins in Y, die im Grunde invertiert sind, was die Phase anbelangt, aber im Grunde die gleiche Frequenz bedeutet. Und beiden in X und Y-Richtung ein Grundton hinzugefügt, ein Oberton. Nicht in Z, weil das ist alles noch zweidimensional. Das ist alles noch zweidimensional, jetzt gleich kommen wir an. Das ist alles von oben gesehen auf einer XY-Ebene. Mhm. Genau, jetzt kommen wir in die dritte Dimension. Und das Interessante ist, wenn man eben kein... Was war nochmal Damping? Dämpfung. Keine Dämpfung hinzufügt, sondern im Grunde, auf Englisch sagt man Simple Harmonic Motion. Das ist, also im Grunde eine pure Sinuskurve, die eben nicht abnimmt, schließt sich irgendwann mal dieser Phase. Das sind im Grunde diese Linien, die man drunter sieht. Und das Ganze, wenn man sich an verschiedene Regeln hält, was die Frequenzverhältnisse anbelangt, umschreibt das Ganze eine Fläche. Und diese Fläche kann man dann auch programmiertechnisch rückführen. Also über geschlossene, wissende, geschlossene Flächen. Und da sieht man ganz schön, was das für, sagen wir mal, interessante Formen dann auch erzeugen kann. In dem Fall sind die alle, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auf Grundlage des goldenen Schnitts erzeugt worden. Also das ist die Fibonacci-Reihe. Sieht man hier ganz gut. Das ist so ein Realtime-Programm, was ich programmiert habe. Hier hat man den Grundton, die Obertöne, da kann man verschiedene Töne hinzufügen und so weiter. Das ist ein bisschen umfangreich, aber das Ganze wird in Realtime mit OpenGL dann dreidimensional erzeugt und das Ganze kann man dann auch in dem Fall dann sintern lassen. Ich habe noch keinen richtigen Ansatzpunkt gefunden, wie man es dann vielleicht auch im größeren Maßstab umsetzen könnte, aber das ist... Weil die brechen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber da bin ich mir noch nicht ganz klar, ob ich es dann auch wirklich so umsetzen möchte. Also in welchem Maßstab, das ist alles noch nicht so ausgeboren. Aber im Grunde hatte ich ja einfach noch nicht die Zeit dazu, das mir irgendwie zu überlegen. Aber hier sieht man nochmal diesen, sagen wir mal, dreidimensionalen Formen-Synthesizer, könnte man sagen, in Aktion. Immer die drei Achsen, die verschiedenen Grundtöne und wenn man dann eben die Kurven hinzufügt, dann kann man eben diese Formen erzeugen. Und das Ganze, weil es ja auf Schwingung basiert, wenn man das in, sagen wir mal, in einen hörbaren Frequenzbereich transponiert, kann man sich das Ganze dann auch anhören. Das hört sich ein bisschen seltsam an in dem Fall. Aber im Grunde habe ich da einmal diese Kurve als Wave-Datei ausgespielt und es gibt im Grunde so ein Brummen. Also der verändert sich auch nicht. Sobald sich was verändern würde im Ton, würde sich natürlich die Form auch verändern. Also das war die eine Reihe der, sagen wir mal, experimentellen Projekte. Das letzte, was ich Ihnen zeigen möchte, sind im Grunde grafische Arbeiten. Davon gibt es jetzt insgesamt 6 Stück, jeweils in Paaren gearbeitet.
Das erste Paar sind, also im Grunde kann ich dazu gleich noch ein bisschen näher eingehen, aber im Grunde basieren die jeweils immer auf irgendeiner Datengrundlage. In den ersten beiden, im ersten Paar sind es Musikstücke, im zweiten Paar sind es die Börsenwerte und im dritten Paar sind es die Filme von einem Regisseur. Also immer mit dem Gedanken, also auch mit, sagen wir mal, deswegen habe ich diese Farbpaletten mal so zusammengestellt. Also interessant, oder sagen wir, was mich interessiert in dem Fall, also die ganze, sagen wir mal, Harmonix-Reihe, das ist eher so eine Form-Experiment. Hier interessiert mich im Grunde die Farbe. Zum einen als ein Aspekt. Aber auch, sagen wir, diese ganze Übersetzung und Visualisierung, aber auch, also was mich immer interessiert hat, ist eben durch diese Übersetzung auch irgendwas über diese Werke dann in Erfahrung zu bringen, was sichtbar wird. Im ersten Paar, die Goldberg-Variation, das ist ein Variationswerk von Johann Sebastian Bach. Die Diabelli-Variation ist ein Variationswerk von Ludwig van Beethoven. Jeweils 30 plus 2 Arien und 33 Variationen bei Beethoven. Gedanke ist in dem Fall auch nicht ganz neu. Im Grunde gibt es den Ansatz schon auch einige 100 Jahre, den, sagen wir mal, dem Frequenzspektrum von Tönen, Farbfrequenzenspektrum zuzuordnen. Stellt sich natürlich immer die Frage, welcher Ton bekommt welche Farbe. In dem Fall bin ich der Meinung, dass es nicht wichtig ist, die Frage zu stellen, welche Farbe wird welchem Ton zugeordnet. Das ist eine Tonspirale. Sondern in welchem Verhältnis stehen die Töne zueinander und die Farben zueinander. Das heißt, wenn man einen gängigen Farbraum nimmt, der im Grunde im Kreis angeordnet ist, liegen immer die Komplementärfarben gegenüber. Wenn man eine chromatische Spirale von Tönen anordnet, dann liegt die Quinte immer gegenüber. Das heißt, diese Analogie zwischen der Quinte, was einen sehr, sehr starken Intervall in der Musik darstellt, zur Komplementärfarbe, fand ich sehr interessant. Das Ganze kann man natürlich auch drehen und sagen, D ist jetzt blau oder D ist jetzt rot, aber im Grunde das Verhältnis zu den Tönen bleibt immer gleich in Analogie zur Farbe. Genau, und so habe ich dann die Goldberg-Variation als MIDI-Datei verwendet. Hier hat man die erste Variation und eben jedem Ton eine Farbe zugewiesen, dann hat dieser Tonspirale und die Farben dann immer gemischt. Das Schöne bei den Variationswerken von Bach insbesondere ist, dass sie unheimlich regelmäßig komponiert wurden. Das heißt, es gibt immer 2, 3 oder 4 Stimmen und die spielen auch immer gleichzeitig und sehr regelmäßig. Das heißt, man bekommt da sehr statisches Raster. Das ist jetzt im Vergleich die Diabelli-Variation, was viel später komponiert wurde und viel freier auch komponiert wurde. Da habe ich dann, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu detailliert, aber im Grunde habe ich dann nochmal die Farbwerte ein bisschen variiert. Also im Grunde muss man sich so vorstellen, die Goldberg-Variation im Zeitalter des Barocks, die musikalischen Instrumente waren noch nicht so ausgefeilt, dass man den Ton besonders stark kontrollieren konnte. Es war entweder ein Harpsichord oder eine Orgel, das heißt, der Ton ist entweder oder und das war's. Also es gibt keine Form der Modulation. Das hat sich geändert mit der Klassik Klassik-Romantik im Zeitalter von Beethoven, wurde das Klavier erfunden und das Klavier durch den Hammerschlag kann man den Ton natürlich in der Lautstärke eher variieren. Das habe ich dann ähnlich auch wie ein Synthesizer, das gibt solche Hüllkurven, dann in Positionen, wo der Ton gespielt wurde, im Grunde die Farbe hinzugefügt und die Farbe nimmt dann ab. Also das Ganze ergibt dann nochmal so einen variierenden Charakter.
als zweite Ebene. Genau. Das sind die Diabelli-Variationen, sieht man ganz schön. Also die erste Variation fängt oben an, oder praktisch das Thema und dann die Dreimalsvariation. Fängt hier an und hört da auf, egal wie lang, also es wurde dann im Grunde komprimiert. Und wie man sieht, ist es viel, viel, sagen wir mal, vielschichtiger, aber man sieht so gewisse Regelmäßigkeiten raus. Anders als beim, das ist eine Detailaufnahme, anders als bei den Goldberg-Variationen. Das ist alles viel, viel statischer, viel, viel stärker, man sagt auch bei Bach immer architektonischer komponiert worden. Und das Interessante ist, wenn man sich hier die, hier kann man nochmal anhören, es hat eine sehr, sehr, also eine durchgehende Grundharmonik. Die Kadenz ist im Grunde in jeder Variation gleich. Fängt in G an und hört in D auf. Das heißt, in der Mitte geht es zu D, das ist die Quinte, und dann geht es am Ende zu G zurück. Und wenn Sie sich an die Farbspirale erinnern, am Anfang, in dem Fall war G blau, D gelb und dann blau. Deswegen sieht man im Grunde diesen blauen Rahmen und in dem Fall eher Zufall die goldene Mitte. Goldene Mittelachse. Was natürlich ein schöner Zufall bei den Goldberg-Variationen. Natürlich eine schöne Geschichte ergibt. Aber im Grunde ist es interessant auch, weil die Variationen alle auf der gleichen Grundharmonik basieren, aber eben dann doch variiert, wenn es. Man sieht so diese Regelmäßigkeit oder eben diese Breite an Variationen. Wenn die Variation von der Zeit her länger oder kürzer sein, hast du eigentlich die Farbe ist genau, ja. Also Bach hat es immer auch in gleichmäßigen Abständen, also entweder 32 Takte oder 64 Takte oder 16 Takte. Aber im Grunde die Kadenzen sind immer gleich. Ob das jetzt nochmal aufgeteilt wurde in 2 Takte oder in 3 oder in 4, ist egal. Also das heißt, die Grundharmonik ist immer gleich. Wenn man das eben dann auch komprimiert oder in eine Länge bringt, sind die Stellen alle gleich. Ja. Also das sind die musikalischen Werte, dann Werke. Dann haben wir das nächste Paar, das ist der Aktienindex, der deutsche Aktienindex, DAX und der amerikanische Aktienindex, Dow Jones. Jeweils 30 Firmen. In dem Fall habe ich mir das Katastrophenjahr 2008 als Grundlage genommen, da bin ich auf Yahoo Finanzen gegangen, habe mir die CSV-Dateien alle runtergeladen. Da hat man im Grunde die Aktienwerte für jeden Tag hoch, tief und Anfang und Endwert und als Datengrundlage. Als, sagen wir mal, farbliche Palette habe ich jeweils die primäre CI-Farbe der Firma als Grundlage genommen. Also das heißt, man sieht hier, keine Ahnung, BMW ist etwas hellere Blau. Daimler ist es etwas dunklere Blau und so weiter. Was ganz interessant ist, ist natürlich im Vergleich zu den Farbwerten in Amerika. In Amerika ist es natürlich sehr blau- und rotlastig aufgrund der amerikanischen Flagge. Man hat sehr wenige Sonderfarben wie Grün zum Beispiel gar nicht und Gelb auch nicht. In Deutschland hat man einen viel höheren Gelbanteil und hat halt auch solche Sonderfarben wie die Deutsche Telekom oder Bayer. Aber doch sehr konservativ, sehr viel drauf auch, muss man sagen. Aber im Grunde diese Farbigkeit ist auch in den fertigen Werken auch ganz interessant. Achso, dazu soll ich noch sagen, das sind echt, also grafische Werke, die wurden dann belichtet und kann man sich an die Wand hängen. Dann sieht man dann auch gleich. Im Grunde ist es... wie gesagt, das Katastrophenjahr 2008, viele erinnern sich vielleicht noch im August, September, im Herbst, kam der Crash. Die Werte habe ich dann im Grunde auch wieder als Farbraummodell, die Farbigkeit, als HSB-Modell genommen. Wie gesagt, der Farbwert entspricht der Farbe der Firma. Die Helligkeit entspricht der Farbe der Aktie, der Höhe oder der Tiefe der Aktie. Je höher, umso heller, je tiefer, umso dunkler. Und das ist das fertige Resultat. Und Tag für Tag werden die Aktien dann nochmal sortiert nach Gewinnern und Verlierern. Die Gewinner sind auf der rechten Seite. Verlierer sind auch in der mittleren Seite. Weiß ist der DAX an sich. Also das ist der DAX als Mittelding. Der ist ja unterschiedlich gewichtet, deswegen je nachdem,
die Größe, wenn größere Firmen zum Gewinner gehören, dann schiebt sich das Ganze ein bisschen zur Seite. Und oben ist der 1. Januar und am Ende ist hier der 31. Dezember. Wie gesagt, man sieht hier ganz schön die Sonderfarben grün von Bayer. Wo ist die Telekom-Aktie da? Das Magenta. Und was ganz schön ist, hier sieht man, das ist der Zeitpunkt des Crashs. Und wie Sie hier sehen, sind so ganz viele blaue Einsprengsel. Das war an dem Tag, hier ist es. Viele erinnern sich vielleicht noch, als alle Aktien in den Keller gegangen sind, ist die VW-Aktie auf 1.000 Euro, glaube ich, angestiegen, weil alle gedacht haben, VW wird ewig halten. Und deswegen ist das im Grunde die einzige Aktie, die da diesen Crash auch irgendwie noch einigermaßen überlebt hat. Wie gesagt, ja. DAX, hier eine Detailaufnahme. Und das ist der Dow Jones. Das ist auch interessant, also wenn man sich das nebeneinander anschaut, hat eine ganz andere Farbigkeit. Sieht auch so ein bisschen amerikanisch aus mit dem Blau und dem Rot. Und hier sieht man das Gelbe, das ist in Deutschland war es VW, in Amerika war es die McDonalds-Aktie. Und ich habe auch was drüber gelesen, weil also Essen ist. Billiges Essen braucht man immer. Also das heißt, die Anleger haben alle gedacht, McDonalds, die alle kein Geld mehr haben, müssen alle zu McDonalds essen gehen. Also die Anleger alle auf die McDonalds-Aktie gesprungen. Oh ja, ich also insbesondere den Werk, ich erkläre das immer ganz gerne sehr, sehr sachlich. Also es gibt natürlich auch noch andere, sagen wir mal, ästhetische Fragen da. Gedanken, die man natürlich dazu haben kann, insbesondere wie man es umsetzt, ob man es jetzt in diesem statischen Streifen oder eben in diesem Weichen, aber das sind andere Fragen. Ich konzentriere mich da immer ganz gerne auf die sachliche Erklärung. So, die letzten beiden Werke, die ich Ihnen zeigen möchte, sind die Filme von Hitchcock und von Stanley Kubrick. Wie man hier sieht, es sind auch schon die fertigen Werke. Denn Hitchcock liegen die 30 Filme Hitchcocks zugrunde, die er ab seinem Umzug nach Hollywood gedreht hat. Das ist 1940. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen mit Hitchcock vertraut sind. Er hatte eine sehr, sehr lange Karriere in Großbritannien gehabt. Er stammt ja aus England, aus London und ist in den 40ern, also noch vor Kriegsende, nach Amerika ausgewandert und hat dann fortan bis auf einen Film, glaube ich, ein oder zwei Filme dann sämtliche Filme in Hollywood gedreht. Anfangs natürlich insbesondere Schwarz-Weiß-Filme, dann kamen die ersten Farbfilme und dann ging es irgendwann mal ein bisschen technikaler Film los mit Bruce Kelly und Vertigo und alles farbig und psychedelisch. Und Kubrick im Vergleich, das ist ein Gesamtwerk, also er hat nicht viele Filme gedreht, in seinem Leben dafür umso tiefgreifender oder umso detaillierter. Zur Umsetzung kann man sagen, im Grunde alles das Ganze in jeden Film in 10.000 Standbilder aufgeteilt. Das hat im Grunde dann ein Bild von 10.000 Pixel Breite als Resultat. Jedem Standbild die Farbmittelwerte abstrahiert in der vertikalen beim Hitchcock und in der vertikalen beim Kubrick, die dann auch gegensätzlich angeordnet. Und das ist, wie gesagt, für den ganzen Film, egal ob der jetzt 2 Stunden lang ist oder 3 Stunden lang, immer im gleichen ist, also in die gleiche Anzahl von Standbildern. Hier, das ist der Hitchcock. Wie gesagt, sieht man auch oben sind die ersten Filme, entweder die letzten Filme, Anfang und Ende. Ja, ganz interessant auch, wenn man sich das im Detail anguckt, also gerade der Übergang von Schwarz-Weiß zu Farbfilm. Welcher ist denn der Psycho? Psycho ist der Schwarz-Weiß-Film, das war ja ein Schwarz-Weiß-Film, relativ später Zeit natürlich, aufgrund künstlerischer Erwägung, aber auch, wie bitte? Budgetfrage. Budget zum einen, weil er selber produziert hat, also einige von Ihnen haben vielleicht den Hitchcock-Film gesehen jetzt, gerade im Kino. Und aber es passt natürlich auch zum Subject Matter, kann man sagen.
Aber interessant sind natürlich auch gerade so diese Filme aus der mittleren Phase, Vertigo hier zum Beispiel, wo natürlich auch viele Farben experimentiert wurden und so. Kann man hier noch ganz schön als Detail. Es ist Psalmbuch zum Beispiel, das Vertigo, hier sieht man die verschiedenen Sequenzen. Aber das Interessante sind eben diese Farbschmierer bei Kamerabewegung, bei Zooms und solche Sachen. Die Montage wird natürlich dadurch sichtbar. Also immer wenn ein Sprung kommt, ist ein Schnitt dabei. Kameraschwenkungen, zum Beispiel hier, ist dann weggeschwenkt. Das ist die Trausequenz, zeigt man so sehr psychedelisch angehaucht. Genau, das Ganze, also die beiden Werke habe ich also zwei Abzüge sind im Leuchtkasten gerahmt. Und hatte ich mit etwas Glück, konnte ich die dem Deutschen Filmmuseum verkaufen in Frankfurt. Die hängen jetzt da in der Eingangshalle, wenn man reinkommt, rechts. Also das ist der Eingang, und rechts der Hitchcock und links Kubrick und so etwas Gegensätzliches. Das ist der Hitchcock. Warum jetzt horizontal, vertikal? Das ist alles auch noch etwas, kann man viel interessieren, aber wie gesagt, deswegen macht es eher sachlich. Und vielen Dank.